Ein Gesicht, so jung und glatt wie bei einem Backfisch. Und genau das ist die 14-jährige Sophia Michetner eigentlich. Auf der jüngsten Pariser Modewoche lief sie für Dior und entflammte damit wiederum die Diskussion um die Frage, ab wann junge Mädchen ins Modelgeschäft einsteigen sollten. Ich fühle mich reif genug und ich bin nicht allein, sondern werde von allen Seiten umsorgt. Sie behandeln mich wirklich sehr gut hier. Alles, was ich brauche, wird erledigt. Ich werde unterstützt. Dass ich 14 Jahre alt bin, ist wirklich kein Problem. Das neue Gesicht von Dior kommt aus Israel und ihre alleinerziehende Mutter arbeitete als Putzfrau, wie die Agentin erklärt. Vorher ging sie selber mit der Mutter putzen. Wenn sie alt genug zum Saubermachen ist, warum sollte sie dann für den Catwalk zu jung sein? Auch Chanel hat ein neues, gerade mal 16-jähriges Gesicht. Diesmal ein Kind berühmter Eltern. Lily Rose ist die Tochter von Vanessa Paradis und Johnny Depp und wirbt für die neue Brillenkollektion der Marke, entworfen von Kreativdirektor Karl Lagerfeld. Die Menschen wollen junge Mädchen, weil sie sich mit ihnen identifizieren können, auch wenn es nicht dieselbe Altersgruppe ist. Das ist der aktuelle Frauentyp und darum geht es nun mal in der Mode. Ich bin ein Opportunist, ein Modeopportunist, aber das ist nicht schlimm, denn das ist unser Job. Der Appetit auf blutjunge Mädchen ist nicht neu. Auch über ein Mindestalter wird immer wieder diskutiert und manchmal gehandelt. Der britische Fashion Council etwa verbietet Designern Models unter 16 Jahren für die Londoner Modewoche zu buchen. In New York herrscht eine ähnliche Regelung. Wir halten das für sehr wichtig. Wir arbeiten eng mit den Agenturen zusammen. Wenn ein junges Mädchen zum ersten Mal teilnimmt, wird sie auf jeden Fall begleitet. Gegner der frühen Laufstegkarriere warnen, junge Mädchen seien emotional und intellektuell nicht bereit, dem Druck standzuhalten. Andere, wie die Designerin Diane von Fürstenberg, halten Magersucht für ein viel größeres Problem. Das Wichtigste ist, junge Mädchen nicht dazu anzuspornen, zu dünn zu sein. So viel zum Thema Gesundheit. Und was das Alter betrifft, sollten wir keine Models unter 16 Jahren auf den Laufsteg holen. Vor allem sollten wir sie ausreichend ernähren. Um gegen Magersucht auf dem Laufsteg zu kämpfen, hat Frankreich ein Verbot untergewichtiger Mannequins beschlossen. Doch viele Modemacher bräuchten die schmalen Models aus praktischen Gründen, wie die Französin Emeline Vallat erklärt. Die Modehäuser haben keine Zeit, um die Kleider anzupassen. Auf einem Model mit runden Körperformen fällt der Stoff anders. Man bräuchte mindestens einen Tag, um das Outfit anzupassen. Auf einem Model ohne Form fällt der Stoff sofort richtig. Einige große Namen im Modegeschäft haben von sich aus beschlossen, keine Models unter 18 zu engagieren, was diese junge Frau zum Beispiel begrüßt. Ich glaube, 18 ist das richtige Alter. Ich habe mit 18 angefangen. Ich erinnere mich, dass man sich um mich kümmerte. Ich hatte einen Exklusivvertrag mit Burberry. Ich wurde jeden Tag begleitet. Anders wäre das gar nicht gegangen. Ganz alleine um die Welt zu reisen, das hätte ich nicht geschafft. Man erlebt Enttäuschungen und mit 14 oder 16 ist das schwer zu ertragen. Mit 18 hat man schon etwas Erfahrung, aber selbst dann, ich war erst mit 21 oder 22 wirklich bereit dafür. Allen guten Absichten zum Trotz werden blutjunge Models künftig wohl weiter zum Laufstegalltag gehören, solange das der aktuelle Frauentyp ist. Was aus den Mädchen später einmal wird, fragt keiner.